Ja, es ist eine nach wie vor sehr schwierige Situation. Die Rahmenbedingungen sind einigermaßen bekannt, glaube ich. Es brennen nach wie vor 350 Hektar Wald. Es gibt eine gute Nachricht, dass voraussichtlich um 12 Uhr die Evakuierung von Frohnsdorf, also dem Ort, in dem wir uns hier heute befinden, aufgehoben werden kann. Bei den anderen Orten wird hart daran gearbeitet, dass die Evakuierungsmaßnahme beendet werden kann, aber da wird es frühestens in 4 Stunden eine neue Lagebeurteilung geben können. Und hier muss ich die Menschen um Geduld bitten. Es ist eine riesengroße Zahl. Es ist ein Waldbrand in der Größe wie in Brandenburg, nicht nur nicht in diesem Jahr, sondern auch seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Und es ist nach wie vor eine große Dynamik. Es gibt auch nach wie vor eine große Gefährdung. Es ist momentan leider nicht absehbar, wann wir hier Entwarnung geben können. Es kann sich um Tage handeln. Ich glaube, dass der Situation muss man hier ganz klar und offen so ins Gesicht sehen. Das heißt, dieser Großbrand wird uns weiter beschäftigen.